Wunderbar, Daumen hoch. Es kann auch weitergehen in die Übertragung, in die Virtualität, die funktioniert auch. Für uns eine große Freude, Matthias, dich auch auf der Bühne bei uns beim Innovation Day zu haben. Das ist das erste Mal für dich. Und genau. Der Mohamed hat ja schon an der einen oder anderen Stelle die Steilvorlage gegeben. Ja. Jetzt fängt der Planning-Teil auch an. Jetzt erstmal Insights in die Analytic Cloud, Future for Planning und Reporting im Nachgang dann unseren gemeinsamen Kundenvortrag mit der Items. Ich höre mich irgendwie doppelt. Wahrscheinlich ist das. Das scheint behoben zu sein. Die Bühne ist dir. Ich freue mich unheimlich auf die Einblicke direkt aus der ersten Hand. Dazu. Ja, vielen Dank, Waldemar. Ja, guten Morgen zusammen. Auch bei mir wurde es gestern ein bisschen später. Ich bin eigentlich Darmstädter Heiner und darf natürlich auch Fan von den 98ern. Aber als dann der letzte Ball, der letzte Elfer in den Winkel ging, habe ich natürlich auch entsprechend auf dem Sofa gejubelt. Also ich freue mich für die Eintracht. Gut, ja, schön hier zu sein. Ich möchte Ihnen in den nächsten 30 Minuten Einblick in die SAP Analytics Cloud geben, was wir geschafft haben, wie wir das einordnen, das Produkt in das SAP-Portfolio und was wir natürlich auf der Roadmap haben in den nächsten Quartalen. Das ist so die Strukturierung. Mein Name ist Matthias Krämer. Ich verantworte die Entwicklung und das Produktmanagement für Planung und Analytics bei der SAP, also nicht nur die SAP Analytics Cloud, sondern auch die On-Prem-Produkte, Business Objects, BPC, die Excel Add-ins, aber heute fokussieren wir uns natürlich voll auf das Cloud-Produkt SAC Analytics Cloud. Das Ganze ist eingebettet in den Bereich Data und Analytics. Das hat der Mo ja auch schön schon am Anfang gesagt. Wir müssen das zusammenbringen. Und ein bisschen tiefer gegangen, diese Folie kennen Sie auch, das Database, Data Management und Analytics Portfolio ist Teil der BTP. Das ist ganz wichtig, um das mal einzuordnen. Wir sind also in der Board Area Technology and Innovation. Das heißt, wir bauen Basissoftware, die natürlich dann auch SAP-weit und in anderen Kontexten genutzt werden kann. Ja, also das ist mir immer ganz wichtig, dass man das einordnen kann, wo wir sind. Was machen wir damit, wenn man da mal ein bisschen weiter reingeht? Wir haben quasi den Stream bei uns Data to Value. Sie kennen das, wir haben so größere Themen, die wir bearbeiten, wie Lead to Cash oder Hire to Retire. Ja, und wir kümmern uns quasi, wie kriegt man aus Daten Mehrwert? Und um das zu machen, haben wir eine sehr, sehr einfache Formel gefunden, wie ich finde. Man hat das Volumen der Daten, man braucht Qualität der Daten und man muss das natürlich dann auch irgendwie verarbeiten können, die Usage. Und Sie sehen, dass das eine Mal-Formel ist. Das heißt, wenn einer dieser Operanden null oder gegen null geht, bekommt man keinen Mehrwert daraus. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also rein mit Volumen, mit einem Data Lake kann man wenig anfangen, wenn man keine Semantik hat. Wenn man die Semantik hat, aber kein Auswertungswerkzeug, mit dem man vielleicht sogar simulieren kann und Predictive-Funktionen starten kann, ja, ist die Usage nicht da, dann der Data Lake, die Semantik funktioniert auch nicht. Wir haben ein Produktportfolio, was zusammenwächst, das hat der Mo, glaube ich, auch schön gezeigt. Also heute sind es quasi drei verschiedene Produkte, ja, die HANA Cloud, Data Warehouse Cloud, Analytics Cloud. Das Portfolio haben wir auch on-prem, Sie kennen das, die HANA on-prem, BW, Business Objects oder BPC. Das wird zusammenwachsen, habe ich auch noch mal ein kleines Beispiel da, wie das dann wirklich dann in echt aussieht, wie das im Produkt aussieht. Gut, was können wir dann damit machen? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich war letzte Woche in London bei der Gartner BI Summit. Es geht wirklich mittlerweile darum, den kompletten Lifecycle abzubilden, von der Integration, den Storage, das Cataloging wird immer wichtiger, zu wissen, welche Assets hat man überhaupt. Dann ist Data Preparation wichtig, die Modellierung, bis hin natürlich dann zur Planung und zur Analyse. Und viele Anwender fahren natürlich eine Multi- Anwenderstrategie oder Vendorenstrategie, also ja, es gibt Power BI, es gibt Qlik, es gibt Tableau, es gibt auch andere Werkzeuge, aber die Integration ist super wichtig und es geht wirklich dahin, dass man schaut, ja, mit was kann ich denn jetzt Data Governance zum Beispiel machen? Ja, wie kriege ich es denn sichergestellt, dass der Zugriff auf die Daten auch gewährleistet wird? Wie kann ich denn es schaffen, den Semantic Layer komplett über alle Anwendungen sicherzustellen? Und dafür ist quasi unser Portfolio, glaube ich, bei der SAP sehr, sehr gut geeignet. Nochmal, wir sind integriert in die BTP. Das heißt aber nicht, dass man quasi die BTP braucht, um jetzt Data und Analytics bei der SAP zu benutzen, aber auch wir aus der Entwicklung nutzen natürlich schon sehr, sehr viele Services aus dem Portfolio und wir können damit natürlich sehr, sehr einfach auch quasi dann beim Kunden die Anwendung erweitern. Insofern finde ich das eine sehr, sehr gute Sache, dass wir da auf viele dieser kleinen Services setzen können.
Wie sieht das aus? Also hier kommt jetzt mal ein Beispiel, das schon zeigt, wie wir Data Warehouse Cloud und SAC zusammen verbinden. Also wir haben jetzt im Mai, ich glaube über das Wochenende kommt unser OData Export API, wo wir es dann schaffen, quasi aus dem Data Warehouse Cloud in die Planung zu gehen und wieder zurück. Also was wir jetzt sehen hier ist eine SAC-Story, die natürlich auf Data Warehouse Cloud Daten zugreift. Sie kennen das, das ist jetzt ein rein ganz simples Chart. Wir sehen, die Umsätze gehen zurück. Ja, das haben wir gesehen. Jetzt gehen wir in die Planung, weil wir möchten gerne unseren Forecast oder das Budget anpassen, ja, um diesen fallenden Umsatz entsprechend zu berücksichtigen. Gehen in eine Planungsanwendung. Das ist alles heute nichts Neues. Wir können jetzt die Plandaten verändern mit einer einfachen Planungsoperation minus 5%, weil wir das entsprechend natürlich auch berücksichtigen müssen in unserem Forecast. Aber jetzt kommt eben das Neue, dass wir wieder zurückgehen ins Data Warehouse Cloud und natürlich die Plandaten mit den Ist-Daten vergleichen möchten. Möchten die vom S4 vielleicht kommen, über eine Federation oder eine Replikation. Und das können wir jetzt sehr, sehr einfach machen, indem wir diesen OData-Service anbinden über den Data Modeler, ja, und dann hier entsprechend uns an das SAC connecten. Das haben wir hier gemacht. Wir lassen das jetzt mal manuell laufen. Wir können das natürlich auch automatisch machen und holen die Daten aus der SAC jetzt in unserem Planungsspace oder in den Finance-Space, was immer wir da aufbauen. Ja, sehen die Daten und können jetzt, und das ist der Clou, den Join herstellen aus den Ist-Daten zusammen mit den Plan-Daten. Und die Ist-Daten, die können jetzt von einem anderen System kommen, normalerweise Finance-Daten kommen aus dem S4, und kann dann natürlich jetzt wieder ein Dashboard aufbauen, das mir dann die Ist-Daten gegen die Plan-Daten vergleicht. Und das ist ein erster einfacher Use-Case, wir nennen das bidirektionale Connectivity zwischen SAC und Data Warehouse Cloud. Ja, und der nächste Schritt wird sein, und da brauchen wir noch ein bisschen, dass wir wirklich quasi die Plandaten runterbringen in die HANA Cloud des DWCs, sodass wir wirklich einen kompletten semantischen Layer als auch Datenbank-Layer für die Planung haben. So, das ist jetzt hier dunkel. Okay, gut, das war mal so ein erstes Beispiel, wie das Portfolio zusammenwächst und wie das Ganze dann aussehen kann. Nochmal zur SAC. Die Folie ist komplex, ja, die habe ich von Mo mir ausgeliehen. Ich wollte aber einfach damit zeigen, dass wir in der SAC natürlich ein riesen Spannungsfeld haben. Jetzt haben wir knapp eine gute vierstellige Anzahl an Entwickler rein an dieser SAC. Natürlich schon ordentlich Power, aber wir kriegen natürlich Anforderungen von unseren Business-Applikationen. Sie wissen, wir sind embedded im S4, im Ariba, im SuccessFactors. Wir kriegen Anforderungen von unseren Kunden natürlich, von den Usern. Wir kriegen aber auch Anforderungen, was Connectivity angeht, Richtung Data Warehouse Cloud und Data Intelligence. Das macht aber gar nichts, da sind wir auch recht froh, weil wir haben das Produkt so angelegt, dass wir wirklich quasi das Reporting, die Planung und Predictive in einem Portfolio haben, in einem Produkt. Und warum das so entscheidend ist, zeigt, glaube ich, dieses Chart ganz gut. Wenn wir uns die Daten anschauen, dann ist das Reporting immer der Rückspiegel. Ich schaue quasi, was ist passiert. Ich baue mir ein Modell, ja, und dann kann ich quasi die Frage beantworten, ja, warum sind Dinge, wie sie sind. Ich schaue auch wirklich nur nach hinten. Wenn ich aber jetzt quasi Predictive verwenden möchte, was schon mal gut ist, dann kann ich mit diesen Daten neue Daten generieren, aber ich bekomme typischerweise das Pattern der Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Das ist schon mal nicht schlecht, aber jetzt disruptive Punkte in der Geschichte kriegen wir nicht mit. Ja, also so der schreckliche Krieg, der gerade tobt in Europa, kann man schlecht vorhersehen. Deshalb hat man ja oftmals als Unternehmen eine Vision. Also wo möchte ich denn hin? Was möchte ich denn erreichen? Um eine Vision abzubilden, muss man planen. Ja, das kann ich mit Predictive vorfüllen, aber ich brauche die Planung, um überhaupt an diese Vision zu kommen. Und das mache ich nicht nur einmal, ich mache das mehrfach. Ich habe einen Best Case, Worst Case, Most Likely Case. Ich mache das über verschiedene Abteilungen. Ja, das muss alles zusammengeführt werden. Deshalb nennen wir das mittlerweile Extended Planning and Analytics. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Also es geht raus aus diesem Finance-Bereich über HR, über Marketing, über Sales, und diese Pläne werden zusammengefasst, und dafür ist die SAC natürlich perfekt geeignet. Gut, ein Beispiel von einem Kunden, der Predictive mittlerweile sehr, sehr aktiv und erfolgreich einsetzt, ist Roche. Und Roche nutzt quasi SAC, um jetzt im Finance-Bereich einen 4 Milliarden Forecast in 2 Stunden zu berechnen.
Also die drücken auf den Knopf, das dauert 2 Stunden, dann haben sie quasi ihren Forecast berechnet über 4 Milliarden an Wert. Und das zu machen, das dauerte früher quasi mehrere Wochen mit mehr als 30 Mitarbeitern. Und das zeigt quasi die Automation und Performance, die wir quasi im Unternehmen bekommen, wenn wir quasi alles in einem Produkt haben. Und das sehen wir quasi überall, auch zum Beispiel innerhalb der SAP nutzen wir die SAC, um die Reisekosten quasi vorzuberechnen. Ja, das war früher ein manueller Prozess. Da hat jeder Manager quasi eingeben dürfen, was sind dann Reisekosten im Quartal, automatisiert. Wird nicht mehr quasi manuell gemacht. Gut, gehen wir weiter zur Integration. Ich denke, das ist auch nochmal entscheidend, was wir hier machen und mit unserem Content. Ich sagte es bereits eingangs, wir sind integriert mit der SAC in unsere Applikation. Das heißt, wenn Sie heute S4 einführen, die Analytics läuft über die SAC. SuccessFactors, unsere HR-Lösung, das Reporting, die Analytics ist SAC. Und das wirkt wirklich sehr, sehr gut. Ja, wir sind quasi immer schon an Bord und können dann natürlich die weiteren Funktionalitäten wie Predictive, Planung, Data Warehousing sehr, sehr weiter und sehr, sehr einfach nutzen. Wir machen das mittlerweile sehr stark mit vorgefertigtem Content. Und ein Content-Paket möchte ich Ihnen mal vorstellen. Das ist unser neues HR-Content-Paket. Das ist quasi, das sind Modelle, die wir liefern mit Screenshots, mit Startbildschirmen. Sie sehen das hier mit vorgefertigten Eingabemasken, mit Reporting-Dashboards und Auswertungen. Und das sind eben nicht nur Modelle und Reports, das sind quasi auch Prozesse für die HR-Planung in diesem Beispiel. Ja, also mit diesem Content können Sie eine Top-Down-, Bottom-Up-HR-Planung über treiberbasierte Konfigurationen abbilden. Ist im Content-Network vorhanden. Wer SAC besitzt, kann einfach in das Content-Network gehen, den Content aktivieren und natürlich damit loslegen. Der Content ist generisch, er ist also nicht nur verbunden mit SuccessFactors. Klar, da haben wir einen Connector mitgeliefert. Wenn Sie jetzt aber Workday haben, dann geht es natürlich auch mit Workday. Das Ganze ist dann natürlich verbunden, und Sie sehen es da unten, das geht natürlich in die Finanzplanung. Das ist verbunden in unseren Finanzcontent, den wir mit S4 ausliefern. Der ist mittlerweile super mächtig. Da haben wir mehrere Modelle, ich habe die hier mal dargestellt. Und natürlich läuft der HR-Planungswert, der läuft hier unten rein in die Expense Planning und wird dann natürlich durchgeschleust in die P&L. Ja, und somit hat man dann natürlich wieder einen einheitlichen Blick. Und der letzte Content, den wir geliefert haben, ist für IBP, für Supply Chain Planning. Ja, das ist natürlich auch entscheidend, das läuft aber hier alles zusammen. Diesen Content, den können Sie sich quasi runterladen. Wir haben da sehr, sehr viel Business-Content, der immer wieder stark erweitert wird. Wir haben, glaube ich, an die 200 Content-Pakete mittlerweile und sind auch sehr stolz, dass die Partner hier zuliefern. Ja, also auch Infomotion hat da seinen Content schon geliefert. Das ist genau der Weg, den wir da weitergehen wollen, um diesen Fast Start natürlich zu gewährleisten. Wie kann man das Ganze jetzt präsentieren? Netflix-like Interface, das hat mir gefallen bei Mo, das habe ich mir gleich geklaut. Insofern, glaube ich, sind wir da schon sehr, sehr weit. Das ist jetzt quasi der aktuelle Content-Katalog der SAC. Viele Kunden nutzen den, die präsentieren wirklich quasi ihre verschiedenen Assets in der SAC über diesen Katalog. Der wird nun verbunden mit dem Data Warehouse Cloud Data Intelligence Katalog. Ja, und Sie sehen das, wenn ich da reingehe in eins dieser Reports, dann kriege ich Details, ich kriege den Autor, ich kriege vielleicht einen Screenshot, ich kriege die Links, das können auch Dokumente sein, PDFs. Und das Tolle am neuen Katalog ist jetzt, dass wir ein API entwickelt haben, der, wenn Sie ein bisschen mit der SAC sich auskennen, quasi Metainformationen der Story automatisch in diesen Katalog pusht. Das heißt, wenn ich jetzt quasi dieses, was haben wir hier, ein Revenue, Q1 Revenue Dashboard, wenn ich das umbaue auf Q2, dann pusht die Story diese Info an den Katalog und ich sehe dann, wenn ich dann Q2 suche, natürlich den neuen Report. Oder ich ergänze eine Story über weitere Bereiche, dann wird dieses Push-API die Informationen in den Katalog entsprechend publizieren. Eine ganz tolle Sache, um quasi hier den Content auch entsprechend aufzubereiten. Gut, bevor ich jetzt zur Roadmap komme, noch 2, 3 Dinge, die mir oder uns sehr wichtig sind,
um quasi das Produkt auch nach vorne zu bringen. Das ist zum einen die Community. Wir haben im letzten Jahr massiv investiert aus dem Team, Product Management, auch aus der Entwicklung, die Community für die SAC quasi wieder zu starten, wieder zu beleben. Und das ist die Startseite. Dort finden Sie wirklich sehr, sehr viele Knowledge-Base-Artikel, Best-Practice-Guides, Tipps und Tricks, sodass das quasi wirklich der Start ist, um sich über das Produkt zu informieren als Neukunde oder auch Bestandskunde. Und wo ich sehr, sehr froh bin, wir haben massive Wachstumsraten, auch dort. Ja, also Sie sehen hier die KPIs mit über 44% mehr Visitor. Und was mir am besten gefällt, ist, dass wir mittlerweile das zweitstärkste Produkt in der Community sind nach S4. Ja, und wir haben so eine Regel, dass wir quasi jeden Freitag alle unbeantworteten Fragen sammeln und in mein Team posten. Und dann haben wir quasi so ein Gamification. Ja, jeder, der dann diese Antworten dann bringt, der kriegt einen Stern. Und dann gibt es natürlich so eine Rangliste, wer hat hier am meisten Antworten schon geliefert. Ja, also wir versuchen da wirklich zeitnah auch entsprechend Content beizusteuern. Gut, einen anderen Schwerpunkt, den ich hier nochmal zeigen will, ist unsere OpenSAP-Plattform. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 5 oder 6 OpenSAP-Kurse über die SAC veröffentlicht und die Zugriffszahlen sind enorm. Also das ist jetzt, glaube ich, die Statistik aus dem letzten Planungs-SAP-Kurs, also über 10.000 Mitarbeiter von Unternehmen, auch SAP-Mitarbeiter natürlich. Und was mich besonders freut, ist, dass auch natürlich in der Beratungswelt mittlerweile ein hohes Interesse ist, da sich auszubilden, die Kollegen auf die Trainings zu schicken. Und aktuell läuft die 5. Woche von unserem Expert-Analytics-Kurs und wir haben über 18.000 Teilnehmer. Das zeigt für mich, dass das Produkt massiv Demand generiert, ja, dass wir einfach überall jetzt mittlerweile auf dem Level sind, dass die Leute wirklich damit sehr, sehr viele Use Cases abdecken und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Kostenfrei können Sie sich auch nachträglich noch registrieren. Es gibt ein schönes Zertifikat, kann man auf LinkedIn posten. Also das ist alles schön verknüpft hier an der Stelle. Gut, schauen wir mal in die Zukunft. Product Outlook und Roadmap. Disclaimer kennen Sie, ich will nächstes Jahr auch noch hier stehen. Also wenn nicht alles stimmt, dann Roadmap ist volatil hier und da. Gut, was haben wir gemacht im letzten Jahr? Auch da bin ich sehr stolz. Wir haben im letzten Jahr 188 Innovationen geliefert in verschiedenen Bereichen. Ja, also auch da entwickelt sich das Produkt natürlich super schnell weiter. Und ich zeige Ihnen die Bereiche, Report, App Design, Planung, 70, 40 Features. Also da passiert sehr, sehr viel. Und so ein paar Highlights. Wer das Produkt kennt, wird sich bestimmt freuen über, was war das Tollste hier an meiner Seite, war bestimmt hier Flexible Time. Aber auch Multi-Actions in der Planung. Wir haben ein bisschen was gemacht, was so Standard-Reporting angeht, Page-Based-Reporting. Ja, also da viele tolle neue Features. Und was mich besonders gefreut hat, war ein Quote von einem Anwender bei Siemens, der mir eine E-Mail geschickt hat, dass er, nachdem er quasi Multi-Account-Hierarchies im Produkt gesehen hat, er wieder gut schlafen kann. Das freut einen natürlich. Also wenn man, das ist natürlich großartiges Feedback, was man da bekommt, also gute Träume Richtung Siemens. Gut, was machen wir in 22? Wir haben nochmal massiv uns das Influence-Portal angeschaut, waren da auch intensiv mit der DSAG im Dialog, ja, haben dann wirklich uns das Influence-Portal angeschaut. Wir haben sehr, sehr viele gute Ideen dort natürlich, aber wir können nicht alles machen. Ja, keine Frage, aber wir wollen da natürlich schauen, dass wir die top most voted Features irgendwie ins Produkt bekommen. Sehr, sehr stark nachgefragt ist BW Live. Ja, also da werden wir massiv was tun, damit wir quasi, Sie wissen das vielleicht, wir können auch aus der Cloud heraus auf On-Prem-Systeme zugreifen. Das hatte ich gar nicht erwähnt, wahrscheinlich weil ich es einfach als gegeben hinnehmen, aber das ist nochmal wirklich ein Key-Asset, dass wir wirklich aus der Cloud heraus auf On-Prem-Systeme zugreifen können, ohne dass die Daten den Firewall des Unternehmens verlassen. Ja, also, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal der SAC. Gut, was wollen wir machen? Das sind mal die Hauptthemen, die wir angreifen. Wir machen sehr viel natürlich wieder in der Planung.
Wir investieren in Excel, komme ich später nochmal dazu. Wir investieren natürlich massiv auch in die Integration der Plattform. DWC, SAC, ich hatte Ihnen das Video gezeigt, also da passiert sehr, sehr viel, dass wir da wirklich enger zusammenkommen. Macht aus meiner Sicht extrem viel Sinn. Wir arbeiten an der Performance, habe ich noch ein paar Folien, und ein Key-Thema, was super wichtig ist, wir nennen das Story 2.0, deshalb auch diese Lupe, möchte ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Wir haben in der SAC, wenn Sie das kennen, die Story, das ist quasi das Dashboarding, das Reporting, und wir haben den Analytics Designer, mit dem man eben sehr, sehr individuelle Applikationen fast schon bauen kann. Wenn Sie Lumira Designer aus der On-Prem-Welt kennen, ist das Pendant in der Cloud. Und wir haben den Digital Boardroom, mit dem man eben sehr, sehr schöne Navigationen und Präsentationen erstellen kann. Das sind drei verschiedene Umgebungen, sage ich mal. Ja, die wollen wir zusammenbringen in ein Werkzeug, sodass man da wirklich einen sehr, sehr einfachen Übergang hat. Ja, wir haben dann eine Designumgebung, das ist die Story. Wir können da entsprechend Charts aufbauen und entsprechend Farbe vergeben. Wir können, wenn es aber sein muss, natürlich auch Scripting dazu nehmen. Das ist jetzt vielleicht eher für den Power-User, ja, dass man mal Events abfängt und entsprechend bewertet und programmiert. Und wir haben dann natürlich den Digital Boardroom in einer Umgebung. Wenn wir das machen, ich habe ein kleines Video dabei, das das schon zeigt, also das soll Ende des Jahres, wollen wir das fertig haben. Hier haben wir jetzt schon eine Story, die wir dann natürlich auch mit App Design hatten, sehr, sehr gutes Responsive, oder ein Responsive Design Editor. Ja, Sie kennen das vielleicht, diese Responsive Pages, um auf iPad und iPhone das Ganze laufen zu lassen. Das können wir hier viel, viel genauer pro Chart, pro Widget einstellen. Ja, das wollen wir also mitverwenden, um hier dann quasi nochmal so eine Optimierung zum Beispiel fürs iPhone zu machen. Also ich bekomme das aus meinem Projektumfeld mit. Sehr, sehr viele nutzen mittlerweile nur noch das iPad. Wir sehen es, Waldemar. Ja? iPad ist ein super Gerät, also muss dort auch entsprechend alles drauf laufen. Wir kriegen hier Theming, auch unglaublich oft gefragt, ja, dass man sehr, sehr schnell quasi Kontrast einstellen kann oder neues Theme. Und was mir am besten gefällt, ist, wir können hier Custom Widgets hinzufügen. Custom Widgets sind neue Komponenten auf der Story, neue Charts, neue Grafiken. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir machen das gerade für BMW. BMW hat eine sehr, sehr komplexe Wasserfall-Grafik-Anforderung. Ja, machen wir mit App Design, bauen ein Custom Widget, zack, Wasserfall-Chart gelöst an der Stelle. Ja, also auch das werden wir hinbekommen. Und allein durch diese drei Features haben wir schon extrem viel neue Funktionen in der SAC für alle dann verfügbar. Ja, ich lasse es mal noch weiterlaufen. Wie gesagt, geplant ist das Ganze für Ende des Jahres. Gut, das wurde von Mo auch schon angesprochen. Wir haben natürlich immer noch sehr, sehr viele Benutzer im Excel-Umfeld. Gerade wenn wir von der Planung sprechen, ja, im Office of Finance, die Power-User, die kriegt man nicht weg aus Excel. Und ich habe letztens einen schönen Spruch gehört, und das darf man, glaube ich, auch immer noch, wenn man quasi aus einem Dashboard einen Excel-Export macht, verliert ein Engel seine Flügel. Ja, und das scheint aber immer noch der Fall zu sein. Ja, also Excel-Export ist ja überall. Insofern müssen wir in Excel rein, damit die Flügel bleiben und von Excel dann direkt auf die Daten gehen. Wir haben auf Office 365 gesetzt, als einer der ersten Anbieter, muss ich sagen. Wir arbeiten da sehr eng mit Microsoft zusammen, weil diese Plattform den Charme hat, dass man das Add-in jetzt über die Cloud liefern kann. Das heißt, es ist kein Add-in mehr nötig, das installiert werden muss. Und wir haben Kunden, die haben wirklich fünfstellige Beträge, müssen sie in die Hand nehmen, um so ein Excel-Add-in zu deployen. Ja, bis das dann quasi über die IT überall dann zur Verfügung steht. Über die Cloud, Sie haben einen App-Store, registrieren das Add-in, bam, ist es da, wenn eine neue Version da ist. Allein deshalb macht es schon Sinn. Es läuft auf dem iPad. Ja, also Excel-Add-in, dann auf Excel, auf dem iPad, direkt auf die SAC oder eben Data Warehouse Cloud. Wie sieht das Ganze aus? Auch hier mal ein paar Eindrücke. Ja, ganz normale Excel-Start-Page. Wir können da schon sehr, sehr viel machen. Und da wir quasi, diese Daten kommen jetzt direkt aus der SAC, und da die Daten ja quasi in das Excel kommen, kann ich natürlich jetzt alle Excel-Funktionalitäten nutzen, die ich so brauche. Goalseek, Formeln, VBA,
Ja, also da toben sich ja die Controller gerne aus. Und das verstehe ich auch, weil es einfach sehr schnell und sehr einfach ist. Ja, aber die Daten kommen eben wieder aus der Data Warehouse Cloud, aus dem Space, secure, ja, und sind entsprechend auch über das Governance dann verfügbar. Ja. Gut, einfach mal ein paar Einblicke. Sie sehen, dass wir unser eigenes Add-in da oben haben, nichts Neues. Und also man kann mittlerweile schon wirklich gute Sachen damit machen, hat natürlich noch nicht die Qualität des Analysis for Office, was Sie vielleicht kennen. Ja, das Ding ist 20 Jahre alt, hier entwickeln wir jetzt knapp 2 Jahre, da brauchen wir noch ein bisschen. Aber der Weg ist genau der richtige, weil das eben im Browser läuft, auf dem Laptop oder eben auch im iPad. Gut, was haben wir noch gemacht? Sehr, sehr viele Kunden haben mittlerweile sehr, sehr große SAC-Installationen mit mehreren tausend Usern täglich, also Hilti, glaube ich, 8000 User pro Tag, die Reports ziehen. Und wir brauchen da natürlich Enterprise Readiness oder Administrationsfunktionen für den SAC-Admin. Da investieren wir. Wir sind bestimmt noch nicht da, wo wir gerne sein würden, aber wir investieren da rein. Und das Letzte, was wir quasi geliefert haben, ist auch wieder Standard-Content. Und ich zeige Ihnen das mal ganz schnell, lass es mal laufen, um hier quasi KPIs auf der SAC zu visualisieren. Das ist jetzt quasi für den Administrator. Ich kann mir hier so eine Art Dashboard zusammenstellen. Wie viele Lizenzen werden verbraucht? Wie sieht die Usage aus? Wie viele Stories habe ich? Wie viele Modelle habe ich? Das Ganze harmoniert mit unserem Performance-Content, ja, dass man da auch schaut, okay, was habe ich für Stories? Wie lange laufen die? Wie lange läuft das Backend? Wie viele Widgets sind auf der Story? Also genau diese Insights, die man quasi aus der On-Prem-Welt kennt, ja, wenn man da ein DBA war, oder ein Administrator auf dem BW, ja, wollen wir das hier natürlich auch machen, dass wir hier schön diese internen Sachen dann nach draußen geben. Gut, letztes Thema, Performance. Auch da müssen wir natürlich nachlegen, mehr Daten, mehr User, mehr Widgets, mehr Informationen. Und wir haben sehr, sehr viel investiert in eine Performance-Optimierung, in ein Projekt, das wir Optimized View und Design Mode nennen. Und ich zeige Ihnen gleich ein Video, was sich quasi auf dieses Dashboard bezieht. Ja, also das ist quasi unser Test, unser Basis-Dashboard. Alles, was wir machen an Performance-Optimierung, messen wir immer gegen dieses Dashboard. Das hat, glaube ich, 8, 9 Widgets, eine Tabelle, eine Geo-Chart, also das ist, glaube ich, ein repräsentatives Dev-Sport. Und was wir, das wollte ich eigentlich laufen lassen, läuft der Video? Wahrscheinlich läuft der automatisch los. Weil wenn ich drauf drücke, bin ich schon weg. Ich gucke gerade mal. Ah, ich komme da nicht drauf. Ja, dann kann ich es Ihnen gar nicht zeigen. Ist okay, passt schon. Dann erzähle ich es einfach. Also was wir gemacht haben hier, ist, dass wir wirklich versucht haben, die Design-Time schneller zu laden, als auch natürlich diesen View-Mode. Und wir sind mittlerweile bei vielen Dashboards, sehen wir Performance-Optimierungen zwischen 20% und 50%. Und das, denke ich, ist schon ein Wort, ja, also allein das Starten des Reports, dass wir da hinkommen. Wir haben aber auch Funktionalitäten mit dazu genommen. Und das Beste ist, was, glaube ich, jeder, der schon mal Dashboards gebaut hat mit der SAC, vermisst, ist der Undo-Redo-Button, ja, Ctrl-Z. Also das haben wir dann damit auch geliefert, sodass man auch die Design-Time oder das Bauen der Reports vereinfacht. Gut, das ist aber das Frontend nicht das Einzige. Wir haben auch sehr stark quasi im Backend gearbeitet und ein Feature möchte ich Ihnen noch zeigen, das nennen wir Fluid Data Entry. Damit können wir quasi Excel-like Daten eingeben, ohne auf das System zu warten. Und ich hoffe, dass der Video jetzt läuft, wenn ich hier draufklicke. Ja, genau. Was sieht man hier? Man sieht Excel und ganz oben links ist quasi dieser neue Fluid Data Entry. Und wir schaffen es hier quasi in eine sehr, sehr Excel-ähnliche Performance zu kommen. Jetzt muss man sagen, dieses Excel-Sheet hier ist nicht connected an die Datenbank. Ja, aber was wir hier gemacht haben, wir können quasi tippen, der Cursor ist immer wieder bereit und damit sind wir einfach sehr, sehr schnell, was die Dateneingabe angeht. Und das ist, glaube ich, ein Feature, was viele, viele Planer wünschen, weil die Planer ja doch aus dieser Excel-Welt hin zur SAC kommen. Und da haben wir jetzt wirklich eine Performance, ähnlich wie sie aus Excel gewohnt ist, was die Dateneingabe angeht. Ja, also auch hier, denke ich, sehr, sehr viele tolle neue Dinge.
Um das Ganze nochmal nachzulesen, möchte ich einfach nochmal verlinken, das ist auch meine letzte Folie, auf unseren Roadmap Explorer, den wir quasi im Internet auf der sap.com zur Verfügung stellen. Und dort sehen Sie dann entsprechend die einzelnen Feature nochmal im Detail. Alles, was ich Ihnen gezeigt habe, kommt in den nächsten 2 bis 3 Quartalen, ja, noch in diesem Jahr. Ja, also es war jetzt nicht, dass jetzt irgendwie, wir quasi 12 Monate vorausschauen, sondern in den nächsten 2 bis 3 Quartalen wird es da sein. Ja, das war es von meiner Seite, Ihnen mal so einen Einblick zu geben, was wir in der SAC vorhaben, wo wir stehen, was wir gemacht haben. Und ich glaube, ich bin ganz gut in der Zeit. Falls noch Fragen sind, dann gerne. Ansonsten schon mal danke hier im Raum und online. Dankeschön. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank. Das Tempo, mit dem ihr entwickelt, ist echt atemberaubend. Die Innovationskraft, beeindruckt auch uns. Und um das aufzugreifen, womit wir gestartet sind Anfang des Jahres, ist, dass wir für unsere Kunden quarterly Release-Updates veranstalten als Webinare. Ja. Und jetzt das nächste ist, glaube ich, in 3 Wochen oder in 4 Wochen, da haben wir auch schon viele, viele Anmeldungen, weil da ist so viel Neues dabei und jeder, der das schon im SAC einsetzt, ist da sehr, sehr neugierig auf die neuen Funktionalitäten. Genau. So, da ist eine Frage. Ja, bitte. Ja. Ja, der ist. Also, Matthias, lass mich mal die Frage kurz wiederholen, damit wir die Remote-Mitte haben. Also, die Frage zu den Lizenzkosten mit Story 2.0. Mhm. Genau, sehr gute Frage, Dankeschön. Heute ist der Digital Boardroom Lizenzkosten, nicht lizenzkostenfrei, er kostet eine Lizenz. Ja. Da werden wir erstmal nichts ändern. Also, wir bringen das zusammen, aber an den Lizenzen wird sich vorerst mal nichts ändern. Ob das so bleibt, weiß ich nicht, ja, aber die technische Integration ist entkoppelt von der Lizenz. Mhm. Weitere Fragen? Matthias, wir hatten vorhin auch über die Data Suite gesprochen, der Mo auch. Die konkreten Integrationspunkte der SAC in die anderen Produktportfolio, ja. Wie sehen die denn aus? Ja, also wir haben ja heute quasi das Embedded SAC, ja. Ja, was im S4 läuft, was im SuccessFactors läuft. Langfristig wollen wir das quasi auf ein schmales Data Suite schieben. Ja. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, wir nennen das intern Data Plane. Da habe ich es jetzt mal gesagt, aber das ist jetzt kein Produkt, sondern wir werden das quasi konnektieren, ja, und werden das dann quasi über die Data Suite, für alle Produkte anbieten. Also auch integriert. Ja, weil heute das Problem ist, wir haben ein SAC im S4, ja, im SuccessFactors, im Concur und das wollen wir natürlich harmonisieren in eins, ja, sodass man dann auch über alle Stacks sehr, sehr einfach Cross-Analytics machen kann. Super. Vielen Dank, Matthias. Gut, ja. Herzlichen Dank dir nochmal. Gerne. Wir haben ein bisschen. Danke. Danke für den Support. Wir haben ein bisschen Verzug mitgenommen von der ersten Session. Wir starten mit der nächsten Session um 10.25 Uhr und dann freue ich mich, wenn wir virtuell hier die Frau Odermann und den Herrn Böckmann von der Items mit reinarbeiten werden, gemeinsam mit Timo Höllwart. Um 10.25 Uhr geht es dann direkt weiter. Vielen Dank.